getan habe, es tut mir leid, ich mache es nie wieder. Soll ich die Schulordnung abschreiben? Kein Problem, ich habe zu Hause noch 20 Kopien. So, kann ich jetzt wieder gehen? Lexa, so einfach kommst du mir diesmal nicht davon. Setz dich bitte mal hin, ja? Alles klar, du zeigst mir, wo es lang geht. Finde ich gut. Erzähl mal, wo drückt der Schuh? Bei mir drückt nichts. Ich habe Latschen an. Lexa, erstmal schön, dass du gekommen bist. Hat Hassan letzte Nacht auch zu mir gesagt? Ich wünschte, ich hätte dasselbe zu ihm sagen können. Du kannst dir ja sicherlich schon denken, wieso du hier bei mir bist. Weil ich hergelaufen bin? Ich rede eher von der Aktion heute Morgen auf dem Schulhof. Entschuldigung, Melanie hat mich angeguckt, ja? Dann muss ich mich doch wehren. Da kann ich ihr doch mal schön ins Gesicht rotzen. Alles klar, das besprechen wir dann morgen. Ja. Na tolle Wurst. Ich rede von der Aktion gestern mit Jana. Du meinst das mit dem Kaugummi? Welches Kaugummi? Kein Kaugummi. Darüber reden wir dann übermorgen. Also. Halt die Fresse, Lexa. Du hast Jana gestern in den Graben geschubst. Zu Recht. Wieso zu Recht? Sie hat mit Hassan WhatsApp geschrieben. Und worum ging's? Sie hat ihn gefragt, was sie im Bio aufhaben. Hättest du doch gleich fragen können, ob sie wollen. Und wegen dieser harmlosen Frage hast du sie dann in den Graben geschubst? Güllegraben. Es war ein Güllegraben. Lexa, eine weitere Sache, die uns aufgefallen ist, wenn du in der Schule bist, ist... Was ich kaum bin? Richtig, was du kaum bist. Aber wenn du hier bist, ist uns aufgefallen, dass du in den Pausen heimlich Alkohol trinkst. Ich trinke nicht. Ich desinfiziere innere Verletzungen. Lexa, es gibt gewisse Regeln hier an der Schule, an die sich jeder halten muss. Und da gehörst auch du dazu. Entschuldigung, es gibt mehrere, die sich nicht an die Regeln halten. Wieso sitzt du wahrscheinlich hier? Hm? Warum sitzt Bello nicht hier? Bello ist unser Schulhund? Er hat gestern auf den Schulhof gekackt. Er sitzt heute nicht hier und muss sich dein Geheule anhören. Soll ich mal auf den Schulhof kacken? Du, Trisha hatte ich eben schon hier. Die hat sich auch schon bei Jana entschuldigt. Genau. Und Deutschland ist in der Vorrunde ausgeschieden. Als ob ich diesen Scheiß glauben würde. Lexa, es geht um dein Verhalten allgemein. Was machst du jetzt? Ich rufe Trisha an und frag sie, ob das stimmt. Die wird im Unterricht sein, da erreichst du sie nicht. Wie viele Stunde ist jetzt? Die dritte fängt jetzt an. Dann ist sie jetzt wieder in ihrem Karton. Du, Trisha, Skinner! Halt die Fresse! Du, sag mal, hast du dich bei Jana entschuldigt? Ja. Sag mal, bist du komplett behindert? Laut Arzt nur 15%. Lexa, leg doch bitte auf, so kommen wir nicht weiter hier. Bist du beim Schulsod? Ja, Mann. Wegen dem Feuerzeug? Halt die Fresse, Trisha! Brennt die Brotdose noch? Halt die Fresse! Lexa, ich möchte, dass du dich aufrichtig und ehrlich bei Jana entschuldigst. Wenn Gott wollte, dass ich anderen in den Arsch kriege, wäre ich ein Zäpfchen geworden. Lexa, was mache ich denn bloß mit dir? Mich nach Hause gehen lassen? Du hast immer nur coole Sprüche und dann kommt da aber nichts, weißt du? Dahinter steckt nicht viel. Mensch, wach doch mal auf, Lexa. Lebe doch mal deinen Traum. Hab ich am Wochenende gemacht. Am Montag brauchte ich einen Anwalt. Lexa, mit deinem aggressiven Verhalten, da willst du doch nur verbergen, dass du eigentlich schwach bist. Dass du nach Liebe suchst, nach Geborgenheit. Du musst nicht immer auf cool tun. Du darfst auch mal weinen, du darfst mal traurig sein und auch mal durchhängen. Das ist in Ordnung. Wenn du reden möchtest, Lexa, dann bin ich für dich da. Dann bin ich immer für dich da. Okay? Wow. Okay, das... Ja, danke. Geht mal. Alles klar. Mach's gut. Herr Schulsozialarbeiter, eine Frage habe ich noch kurz. Ja, gerne, Lexa. Was liegt dir auf dem Herzen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Herzliches Dankeschön an Lou, der hier wieder sein Praktikum gemacht hat. Du wirst immer besser, Lou. Heute hat er die Batterien ausgewechselt. Das läuft, das ist eine Bewegung. Ja. So. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und nächsten Mittwoch kommt eine neue Folge der Talkshow. Lou, du hast das letzte Wort. Vielen Dank. Tschüss.